Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Da hat wieder jemand Gerüchte für uns, die wollen wir uns doch... Oh, da war auch eine heilende Biere versteckt. Jetzt aber in die Gerüchteküche. Na dann schnackt mal los. Du solltest wissen, dass die Rebellen fleißig waren. Ja, schön für sie. Wir haben Außenposten im Westen errichtet. Aha. Einige haben ein Lager im Südwesten errichtet. Aha. Und die Marschälle werden nicht mit allen fertig. Wenn ich du wäre, würde ich draußen aufpassen. Danke für die Warnung. Da haben wir doch wieder ordentlich Leute zum Vernichten gefunden. Wenn du einen Händler brauchst, du zerstören. Ja, Händler, irgendwann anders. Hier ist ein unbekanntes Rebellenlager. Hier ist ein Fragezeichen. Also der Aussichtspunkt, oh, das muss im Moment nicht sein. Gut, was haben wir denn noch? Ich würde tatsächlich mal hier den Rebellenposten anpeilen und das machen wir später. Das ist Pfeilhand. Jagd gegen den Durst, ich erinnere mich. Und es sieht so aus, als ob Brutstätten jetzt hier wären. Ja. Was machen die denn da? Gut zu wissen. Können wir die endlich mal besuchen? Na gut. Man kann verhindern, dass die Rebellen ihre Landsleute töten. Vielleicht kann ich den Marschällen zur Hand gehen. Ja, das wäre der Plan. Wo geht's lang? Da hinten. Ich bin immer kampfbereit. Hui. Oh. Macht zwar auch Spaß, aber das ist gar nicht das, was ich tun wollte. Kiste. Nehm ich alles mit. Ah, schau wieder die Reiter. Irgendwann sollte ich denen mal nachgehen. Definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ja, dann mach mal das doch mal. Jo, Spur markiert. Habe ich ein Reitvieh. Ja. Na, komm her. Kommt aber angestürmt. So. Da hinten wollen sie lang anscheinend. Komm schon, mach mal ein bisschen schneller. Du bist echt nicht so windig. Und hier enden die Spuren. Hallo? Oder fangen sie hier an? Da hinten sind sie doch. Die Maschinenreiter von vorhin. Ja. Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Ja, wahrscheinlich Wettrennen veranstalten. Geld her. Du hast mich mit Steinen beworfen. Das zählt trotzdem. Ihr reitet Maschinen, hm? Wer hat euch das beigebracht? Bestimmt Silence. Hey, Trupp. Hier ihr reitet am besten. Wow. Seht nur die Haare. Ja, die sind rot. Besser als deine. Was? Du hast keine. Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Nein. Hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt's? Ihr verteilt zumindest auf eurer Haut. Vielleicht holen wir uns deins. Ja, versuch's. Forderst du uns heraus? Ja, ruhig klar. Bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit der Soldatin anlegen, die Regalas Streiterin besiegt hat. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Okay, ich auch nicht mit wir euch. Haben alle Ciao. Spaß. Tschüss. Die Straße ist davon. Dankeschön. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Geht mich nichts an. Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Ach, dann nehme ich meine eigene. Wer bist denn du? Ja, ich habe eine böse Maske auf. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Na gut. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Ah, das kriege ich hin. Das habe ich bis das jetzt jeden Tag Hammer. Geschafft. Klappe, Päcker. Schauen wir mal. Ja. Da schaust du, was? Hier lang, Grünschnabel, zu deiner Reitmaschine. Ja, danke. Muss ich das jetzt machen? Eigentlich nicht. Du mach mal's trotzdem Bogen mal. Dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Wen darf ich Geben abschießen? Die anderen Teilnehmer? Wenn ich tu, sieh's. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. Okay, ich töte so jeden. Lohnt sich die Sache. Dann gewinne ich auf jeden Fall. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Ich will ernst machen. Auf Von geht's. Von hier aus kann's losgehen.
Wir sehen uns am anderen Ende. Wahrscheinlich nicht, weil ihr alle tot seid. Ja, beschleunigen, ist mir klar. Gibt's hier auch sowas wie ein Safety Car? Bestimmt nicht. Los, 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 los. Bitte! Ich darf die anderen nicht töten. Ah. Au. Unfair. Waffengraden nicht verfügbar. Au. Ich brauche Pfeile. Die hängen doch da oben rum. Wie kriege ich die? Gibt's da einen Trick? Gibt keinen Trick, oder? Au. Das kam Überraschung! Ha! Wie kriege ich die scheiß Pfeile? Da steht irgendein Trigger, aber ich weiß nicht, welcher es ist. Ja, das... Nein! Ich versuch's mal mit I oder F. Das steht so kurz dran, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Was ist das denn für ein Vogel vor uns? Au. Ah, I. I war's. Okay, man kann die anderen nicht töten. Also glaub besser. Besser so. Sonst wären die nicht mehr so begeistert. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich reite wieder Wind. Los, Jumper. Scheiße. Das hat die hinter mir aber voll getroffen. Na, ich muss sehen, wo ich hinreite. Aber das mit dem Pfeile nachfüllen klappt dir wunderbar. Glaub ich gewinnen. Ah, so viel zu, ich glaube, ich gewinne. Ja, ja. Überraschung! Glück, Grünschnabel! Selber Grünschnabel. Komm schon, wo ist das Ziel? Au. Wieso haben die Feuermunition? Schockmunition. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kann man damit auch was machen? Ja, nein. Hab zumindest ein Blatt aufgenommen. Ich nehme kein Blatt von Mund. Ah, Schock. Ich hab dich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ziellinie. Ja, erster. So geht es, ihr Plebs. Hier, dein Preis für den Rennsieg. Eine Million Metallscherben? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Du schuldest mir ein paar Antworten. Achso, ich bin Hatta. Was die Herkunft der Maschinen angeht, die meisten von uns waren mal Rebellen. Wir dachten, in Regalas Armee könnten wir in einem echten Krieg kämpfen, gegen die Kaja. Doch Regala schlachtete unser eigenes Volk kaltblütig in Fahrlicht ab. Ja, war dabei. Nach Rückkehr ins Lager schlichen wir mit unseren Reitmaschinen hinaus und blickten nie zurück. Seitdem tragen wir eine gute Entscheidung aus. Wir fanden allein sind wir besser dran. Keine Regeln, keine Häuptlinge. Klingt gut. Nur schnelle Reitmaschinen und der Geschmack von Blut. Dann würde ich besser Zähne putzen. Würde ich sagen. Wo ist dein stiller Freund? Der mit der Maske. Er war nicht im Rennen. Er hat dir seinen Platz überlassen. War bestimmt das Beste. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wäre er hier geblieben, hättest du keine Antworten bekommen. Ja, bestimmt. Mag sein. Weißt du, Hex hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt. Direkt am Strand. Er hat eine Rennstrecke entdeckt. Ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, überlege ich's mir. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Nee, ich will nicht mit dem Jagdgebiet-Hüter reden. Wieso wird meine Quest denn umgelagert? Ich wollte doch hier das Rebellenlager platt machen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es? Da ist es. Hab's wiedergefunden. Und es gab Fertigkeitspunkte. Das ist sehr schön. Die mag ich am meisten. So, dann wollen wir das hier mal nachcraften.
Nicht, dass sich einer beschwert, dass die Munition ausgeht. Bolzenwerfer würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und das kann nur Spaß machen. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Wenn ja. Ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Die Gerüchteküche war hier wirklich am Brodeln. Säure frisst sich direkt durch das Metall. Ich wollte ihn jetzt überbrücken, oder? Ja, dann mach mal so. Schockschwerenot. Es ist nicht so einfach, das Rebellenlager hier. Scheint mir zumindest so. Jetzt. Nicht weitermachen. Ihr habt aber fiese Maschinen heute dabei. Boah, also der ist echt happig, der Kollege. Alles gut. Habt das komplett unter Kontrolle. Säure, Säure auf Säure. Dann passiert das Ungeheure. So. Ha, du bist down. Na, ein Glück. Bisschen Ruhe. Und bitte Mut. Mut, Aloy. Wir müssten viel Fernkampfschaden machen. Ich sag zwar immer Nahkampfschaden, aber für einen Fernkampf hilft das auch. Waffenausdauer. Ah, shit. Ist der explodiert? Nö, der ist ja jedoch noch. Oh, das hat nicht viel Schaden gemacht. So, aber den wollen wir erstmal looten. Naja, schöner Dornrücken. Ein schöner Dornrücken kann auch entzücken. Weich doch aus. Weich selber aus. Komm schon. Irgendwas muss dir doch noch wehtun. Schienbein. Boah, voll erwischt, Arsch. Wieso überlebst du das? Ja, das war dämlich, da drauf zu schießen. Wer schießt da oben auf mich? Ich sehe euch auch nicht mehr. Da ist doch einer. Und sagt nichts. Hä? Ja, auf den Kopf geht's. Okay. Tolle Geschosse, die ihr da habt. Ich loot das nur mal hier. So, was kann mein Bolzenwerfer? Hoffentlich Bolzen werfen. Ich muss Munition einlegen. Ich dachte... Maschinengewehr. Ein antikes. Ich hätte Health-Items nehmen sollen und jetzt nehme ich einen Bogen. Ohne den kann ich nicht. Ich habe keinen Sichtkontakt. Doch, da. Da bist du. Boah, ihr seid echt fies. Ihr seid echt fies. Lass mich mal mich erholen. Heilpflanze. Das werde ich brauchen. Natürlich werde ich das brauchen. So wie ich heute kämpfe. Boah, gerade rechtzeitig noch ausgewichen. Wo war der Perk, dass man zwei von den Dingern vielleicht aufsammelt? Gab's das in dem Spiel? Ah. Ja, aber nicht für mich. Oh. Nein, umstellt sie nicht. Ich wusste nicht, dass der da oben ist. Ich bin nirgends reingelaufen. Außer in euer Kreuzfeuer. Boah, wie kann man so dämlich daneben schießen wie ich? Kein Feuer. Die nehme ich. Hui. Jetzt ist besser. Jetzt ist wieder besser. Nix für Regala. Wo sind die denn alle? Weiß ich auch nicht. Such weiter. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ja, das glaube ich nicht. Außer meine Tränke nicht aufzufüllen. So. Ah, das ist gut. Ich kann heute so schön ausweichen. Na, wo ist er hin?
Sie entkommt uns! Ach was. Sie will euch doch ausschalten. Nein, doch nicht der Bolzenwerfer. Ich hab dich. Oh, geiles Teil. Ist der schon down? War das alles? Wieso brenne ich noch? Kann ich das irgendwie löschen? Löschen? Ah, ist aus. Sieht nach weiteren Tenakmarken aus. Ich behalte sie erst. Ja, mit den Dogtags. Also das Schockteil war ja richtig krass. Von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Gibt doch keine Rebellen mehr, oder? Nein, ich wollte die Waffe doch abfeuern. Ist sie mit nach unten gefallen? Tatsächlich. Noch nicht abgeschlossen, aber ich sehe doch keinen mehr. Da sind Chilischoten. Ja. Ich will spielen, guck mal. Ich habe eine Waffe. Waffe. Und wo bist du? Hallo? Ah, da bist du. Warte. Warte doch. Wie ist das? Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. Also die eine zumindest nicht. Vollen Flammenwerfergeschoss in die Fresse bekommen. Jo, dann einmal schnell speichern, weil man kann ja heute anscheinend im Kampf nicht trauen. Also irgendwann geht das nach hinten los hier, so eine unüberlegte Attacke. Vor allem, wenn man nicht genügend Health-Items hat. Die können wir jetzt zum Glück ein bisschen auffüllen. Na, ist da auch eine Truhe drin? Nö. Wo habt ihr denn euren guten Loot gelassen? Stachelhalm her damit. Vielleicht hier oben. Also irgendwo muss hier was sein, sonst hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Oh, 11 Metallscherben. Besser haben als nicht haben. Auf dem Turm ist eine Wache. Ich muss sie ausschalten, bevor ich entdeckt werde. Hä? Dann laberst du. Was für eine Wache? Welcher Turm? Da oben? Ich sehe nichts. Gehen wir mal hoch. Hoch. Eloy. Das ist extra beleuchtet, der Pfad für dich gerade. Guck mal, und damit kann ein Färber wieder was anfangen. Ah, das sagst du diesmal nicht. Ich sehe wirklich niemanden da oben. Eloy, ich glaube, du siehst Gespenster. Ich habe mal den hier. Eine kleine grüne Kiste. Nö, das ist irgendwo unten drunter. Da komme ich nicht ran. Da würde ich rankommen. Ich weiß aber nicht, ob mir das wert ist. Nee, gleiten will ich hier auch nicht, aber vielen Dank fürs Angebot. So, wo sind wir denn? Wo müssen wir hin? Also, hier haben wir Reliktruine hin damit. Nee, den will ich garantiert nicht. Und die Ruine ist da unten. Na gut. Dann bin ich völlig unnötig hier hingeklettert. Das wird dieses Ding sein, wie heißt das? Habe ich noch nicht entdeckt. Interessant. Wieso habe ich das noch nicht entdeckt? Das würde mich jetzt mehr interessieren als die Reliktruine. Hui. Nette Viecher. Freundliche Viecher. Ich gleite nur ein bisschen voraus. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Das steuern wir doch direkt mal an. Komm schon. Auf zum Lagerfeuer. Eloy. Der Schildflügel hält. Das will ich doch hoffen. Das hört sich hier schon seltsam an. Seltsame Geräusche kommen von da. Lagerfeuer unter mir. Au. So. Speichern. Aha. Gespeichert. Frag mich immer noch, was das ist. Ein Fasan. Na, wahrscheinlich wieder ein Geier. Jetzt mit schönem Säurefleisch. Also schau mal. Ja, ein Geier. Oh weia. Sieht aber gut aus hier. Schöne Stadt. Ist das die Rebellen-Main-Basis? Was habt ihr denn hier und warum glüht der Stachelhalm da so komisch?
Ach, das machen alle. Naja, wenn es ihnen Freude macht. Tja, unbekannte Siedlung, unbekannte Siedlung, unbekannte Siedlung. Brennspier. Hi, Jungs. Habt ihr einen Händler? Das wäre richtig praktisch. Und ihr habt ein Lagerfeuer, das muss ich gleich mal entdecken. Okay, habe ich schon entdeckt, da unten ist es. Entschuldigung. Okay, du hast Kochmaterialien. Wo ist denn hier der Trank Fritze? Der werden wir bestimmt gleich aufdecken. Wahrscheinlich Stufe über uns. Brennspeer. Nahkampfplatz will ich doch gerade nicht. Hör mal auf mit dem Quest umstellen. So, hier ist Loot, so gehört sich das. Rein in die Tasche damit. Ja, ja, ein Wort, ich bin da. Ich bin hier. Du wolltest mit mir sprechen? Ich heiße Socke. Hallo, Socke. Aus dem Norden? Nein. Aus soll das ein Ort sein? Eines der Wüstendörfer. Sie schicken ihr Ascheblut, damit Vireka unsere Soldaten kennzeichnen kann. Das aber ist schön. Die letzte Lieferung ist lange her. Nein. Zu lang. Hätte ich mal Wenn du Amazon glaubst, Prime dass genommen. Was passiert ist, warum schickst du nicht jemanden hin? Das würde ich ja. Aber die Hauptstadt kämpft schon gegen Maschinen, Stürme und Wasserknappheit. Alle deswegen sollte man nicht in der Wüste wohnen. Nee, gut. Handeln, aber ich sehe nach. Wenn ich dort langkomme, sehe ich nach dem Dorf und nach dem Problem dort. Ich danke dir. Geh nach Norden, dorthin, wo die Wüste auf die Berge trifft. Das ist Blutzeichen. Frag dort nach Kentok oder Natika. Die wissen, was los ist. Sehr schön, wenigstens irgendwer, der weiß, was los ist. Kann ich mit dir jetzt trotzdem noch handeln? Geht's dir gut? Lebst du? Ach, der lebt, das ist wunderbar. Der wird nur ein bisschen tätowiert. So. Da haben wir noch einen Kochtopf, der läuft. Ja, ja, Ware. Es klingt, als ob Regala eine Belagerung plant. Hikaru muss stark sein. Ja, ja, Hikaru ist stark. Lang liebe Hikaru. So, neue Outfits, Nea-Outfits. Und wer bist du? Will dich nicht grüßen, ich will was kaufen. Grüßen. Da ist doch irgendwo das Symbol. Ach, das ist unter mir. Okay. Ah, da ist ja der Modeexperte. Uturu Drescherin und eine Scharmützlerin. Fertigkeiten, das klingt doch eigentlich gut. Mutstoßmeisterin, Konzentration, Regeneration. Relativ schlecht gegen Frost und gegen Säure. Aber wieso sollte ich mich dem aussetzen? Und so ein ähnliches habe ich schon, aber wahrscheinlich nicht so gut. Also, zuerst mal wird das gekauft und ausgerüstet. Und scheiße. Sonnenflügelzirkulator. Kaja Wanderin, auch ein Sonnenflügelzirkulator. Mensch, ihr wollt auch nur immer das eine. Ihr seid alle gleich, so Wertgegenstände. Markieren und verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Hier mit meinen Scherben. Und Schutz. Ihr Streit und Schutz auch dir. Kochtopf. Der andere Zutatentopf. Hi, hast du einen lokalen Eintopf für mich? Ach, Färberin. Blut der Nacht. Okay, ist jetzt noch nicht so besonders. Kann ich noch irgendwas anderes umfärben? Das da zum Beispiel. Verfügbare Farben. Boah, es geht. Und dann ist mein Emo-Outfit ja dahin. Ja, wo ist denn mein baufreies Outfit? Obwohl, das ist es nicht ganz. Irgendwo war das. Ja, ist es doch. Ah. Finde ich so besser. So, und hier. Ich finde es in Rot-Schwarz eigentlich perfekt. Jetzt haben wir aber endlich mal eine Färberin gefunden. Lang ist hier. Da ist noch was Unbekanntes und Jägerbedarf. Beides auf dem Ding drauf.
Ding drauf? Hallo? Jägerbedarf, ich hab Bedarf an Jägerbedarf. Oh, das ist ein Jägerbogen. Obwohl, das ist kein Kriegerbogen. Das ist ja gut. Der macht aber Schaden. Den werde ich mir kaufen. Und da haben wir hier sonst noch was. Häckslerhandschuh. Davon war ich auch noch nicht überzeugt. Das ist ein Kriegerbogen. Die schießen, glaub, ganz schnell. Ätzende Sprengschleuder. Alter, macht die Schaden. Auch hier Explosion und Frost- oder Löschwasser. Also hier sind wir richtig. So, den wollen wir kaufen. Ausrüsten. Gegen normalen Jägerbogen. Wunderbar. Dann haben wir hier noch einen Sonnenbügler. 55 Feuerschaden. Ist aber nochmal ein Jägerbogen. Können wir trotzdem theoretisch kaufen. Und ausrüsten. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Schockbolzenschießer behalten wir. Hier ist ein Frostjägerbogen. Und ein Feuerjägerbogen, den ersetzen wir mal. Belagerung Sprengschleuder. Der hat wirklich gutes Zeug im Angebot, aber ich will hier das haben. Aufgabe erstellen. Ja, ja, warum nicht? Aufgabe wird verfolgt. Ja, ja, wandelnde Fremde wohl eher. Großer Maschinenkern. Habe ich keine Suchfunktion? Rohstoffe. Wie sieht denn ein Maschinenkern aus? Fasernwurz, Gräberherz, Schwüler, mittlerer Maschinenkern. Ich brauche einen großen, okay. Dann sieht er ungefähr so aus. Sprengpaste, reichhaltiges, ja, Vitalitätsstängel. Da habe ich nur einen in der Hose. Kühlsaft, Lohe, Löschwasser, Wildfleisch ganz viel. Ganz viel Reinholz, Rohstoffe auffüllen. Oh, ich glaube, ich konnte jetzt alles mitnehmen, was hier in meinem Inventar schon war und halb aufgefüllt nur war. So, Metallscherben. Ja, ja, Dornrückenareal brauche ich gerade nicht markiert. Ja, das brauche ich markiert. So, große Maschinenkerne irgendwann check. Nur noch nicht unbedingt jetzt. Das wirkt schön, die brabbeln gerade alle durcheinander. Achso, ich habe den Jägerbogen mit dem Abriss. Obwohl, das ist jetzt... Ich hatte ja diese richtig, richtig guten Pfeile. Habe ich hier auch die fortgeschrittene Jägerpfeile. Vielleicht kann ich den ja noch verbessern, bevor wir lostigern. Waffen-Upgrades. Obwohl, erstmal Beutel-Upgrades. Kann ich mir eins leisten, ich glaub's ja nicht. Bolzen 60 auf 90, her damit. Nabelschweinhaut. So, brauche ich noch was? Präriehundknochen. Nein, die armen Erdmännchen. Und Kaninchenhaut. Ich habe eigentlich zwei Kaninchen gerade hinter mir sitzen, aber die wollen ihre Haut wahrscheinlich eher behalten. Ich frage nach der Episode mal nach. So. Upgraden? Bist du upgradebar? Auf jeden Fall. Upgrade. Ah, und da braucht man mittleren Maschinenkern. Ist das nicht schön? Und jetzt braucht man Pirscher, Tarngenerator und Rollrücken, Hammerschweif. Wenn es weiter nichts ist, dann haben wir irgendwas das ausgerüstet. Genau, der Sonnenanbeterbogen. Auch mal einfach upgraden. Und bitte nochmal akzeptieren. Tatsächlich nochmal. Sind das gute Waffen? Und nochmal. Ja, ja. Und jetzt brauchen wir wieder Rollrückenhammerschweif. Hammer nicht, aber kriegt man eventuell bald. So, achso, Trankherstellung. Ich kann ja Tränke herstellen. Ja, ja, Fasernwurz, heilende Beere und all das Zeug. Kann ich die nicht? Nicht genügend Platz in meinem Trankbeutel. Das finde ich aber schade. Den kann ich bestimmt auch nicht upgraden. So, das haben wir ausgerüstet. Auch mal upgraden. Ja, wunderbar. Und da verließen sie ihn. Komm, wir handeln. Nee, ich will gerade nicht handeln. Ich habe genug gehandelt. Fallen
Mit Stil. Hier ist noch was unbekannt da oben. Vielleicht ist dann der Fallentyp mit Stil. So, hoch, hoch, hoch. Fragezeichen entdecken, Fragezeichen entdecken, Fragezeichen entdecken. Da ist es doch. Was bist du? Tranktypi. Okay, und Streittypi. Hat jemand Lust auf eine Partie Maschinenschach? Später. Muss. Aloy, ich weiß nicht, was du hier unten machst. Ich wollte doch eigentlich drüber springen. So, aber das ist eine schöne Stadt mal gewesen und jetzt wollen wir trotzdem dahin. Auf zum nächsten Lagerfeuer. Da reisen wir schnell hin, wenn schon passend was in der Nähe ist. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Das LAGE-Lagerfeuer-Lied. Wo ist es denn hin? Da ist es doch. Schnellreise. Aber ganz schnell. Also. Ja, reisen. Bestätigen. Ich bestätige die Reise sowas von. Fortfahren. So, wo ist immer? Glaubt, es gibt. Oh. Ein Schockvogel. Ich bin schockiert. Okay, kann ich die noch? Hohe Salve, Dreifachschuss. Und der Rest ist noch nicht ausgerüstet. Apropos Fähigkeiten. Ich glaube, dass mit den Ruinen gibt Fähigkeitenpunkte. Keine Ahnung, welche das ist. Eine davon. Ach, geben alle zwei. Das kann nicht schaden. Eine Ruine der alten Welt, in den Fels gebaut. Sieht das so aus. Das muss die sein, von der mir die Tenakt erzählt hat. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Eine Art Tunnel. Die bricht gleich über uns zusammen. Komm, ich will doch nur da hoch. Oh, die bricht ja wirklich zusammen. So, da komme ich aber immer noch nicht durch. An den Ranken komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich's erstmal. Nicht mal das da oben. Was ist das? Die wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Ein Relikt. Wie komme ich daran? Hör doch, Metallblumen. Ohne einen Weg an den Ranken vorbei kann ich nichts tun. Das heißt hier, wieso steht da nicht Weg blockiert? Wenn man ranzoomt, steht das dran. Ich komme später nicht fliegen. Wieder. Nee, gut. Ich hab mein Bestes getan, aber es war mal wieder nicht gut genug. Ein Glück ist hier das Lagerfeuer. Und was Unbekanntes. Können wir natürlich noch entdecken. Und die hebe ich auf. Die brauche ich für später. Panzerschnapper-Areal. Die mach mal platt. Wir müssen ja unsere schönen Waffen testen. Panzerschnapper, ich begrüße Sie. Achso, ein Kaninchen und das ganze Wildzeug braucht man ja auch irgendwo. Ja, Nabelschweine. Zumindest hat der einen Epic Drop. Da ist noch eine Drohne. Okay, ich sehe mal kein. Noch eine Psyclops-Drohne. Ich brauche ihre Daten für eine Verbindung zur Kuppel. Schwach gegen Feuer, stark gegen Strom. Toll. Ja, wollen wir mal sehen, was Feuer so anrichten kann. Ja, geht. Ich habe dann doch lieber, glaub, ein bisschen mehr Wumms. Ja, so viel Wumms hat das jetzt nicht gehabt. Boah. Was ist denn da hinten gerade aufgetreten? Was bist du? Eine unbekannte Maschine? Ah, du bist ein Panzerschnapper. Na gut. Und du bist... Okay, da ist die Drohne. Ach komm, die mach mal platt. Nichts leichter als das. Vielleicht sind ein paar andere Sachen leichter als das, aber... Ihr könnt es ja probieren. Ja, das nenne ich mal Schildkröte. Ich war doch extra versteckt. Komm schon. Und wir haben wieder Mut uns angetrunken. Her damit. Nicht bewegen. Zumindest nicht zu viel. Keine Munition. Geht also munter so weiter. Komm, nicht weglaufen.
Du bist ja ein ganz fieser. Oh, da hätte ich ausweichen sollen. Ah, hey, wir haben eine Waffe. Beziehungsweise der hat eine Waffe gedroppt. Oh, 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 oh. Ein schöner Fund. Ja. Wo ist der Schnapper? Scheiße. Gerade unter mir, als ich die Waffe verwenden wollte. Ja, schön arschkalt hier, was? Überspannen. Aha. Ich glaube, ich sollte mich erstmal mit einem Ding anlegen. Weg hier. Ich sagte doch, weg hier. Ey, Louis. Du musst schon zuhören. Guck, da gibt es doch noch genügend Dinger zum Abschießen. Treffer. Das Ding lebt aber ganz gut. Soll angeblich stark gegen hier Bolzen sein. Ah, der ist so stark. Munition zuerst. Ja. Bin hier nicht neu. So, vielleicht doch mal diese Sprengteile. Obwohl, von denen bin ich bis jetzt... Die gehen, aber die sind lang nicht upgegradet worden. Würdest du mal da hoch? Müssen irgendwie die Schildkröte besiegen. Wo ist eigentlich die Waffe hin? Die war so schön praktisch. Ah. Wie sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Tja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon so genau? Ihr frisst das. Frisst das. Und du frisst das. Und am besten noch eine. Und in den Arsch. Oder aufs Gesicht. Bin doch abgehauen. Sonnenkönigmaus. Ich bin bereit. Bin mir nicht sicher, ob das hier gut funktioniert. Ich dachte, du magst kein Feuer. Boah. Ich aber auch nicht. Gesundheitstrunk. Gerade so. Wieso ist der denn so fies? Wollt mir doch nur einen Schnapper schnappen. Vielleicht brauche ich hier tatsächlich mal die Pfeilsalve. So, jetzt kriegt der sich wieder ein, wie der Feigling, der er ist. Komm schon, und die Waffe liegt nicht mehr hier. Jetzt ist es eine wütende, brennende Maschine. Ja, generell nicht besser, aber in dem Fall mache ich eine Ausnahme. Da hinten liegt eine Waffe. Da hinten lag eine Waffe. Her damit. Schrotthaufen. Mein Zeug. Oh, 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 oh. Nein. Lass mich die Waffe finden. Wo Waffe? Da hinten Waffe, scheiße. Da hilft sie mir nichts. Jetzt hilft sie mir da vielleicht was. Heb sie auf. Die macht richtig Schaden. Das sehe ich anders. Komm schon. War das jetzt alles? Dann kämpfen wir hier auf dem Flugzeugträger. Auf der Tragfläche. Boah, ist das ein fettes Teil. Das ist fast so fett wie ich. Mut. Mut zur Lücke. Zeig mir nochmal, wo du empfindlich bist. Ja. Da bist du empfindlich. Und da, am Arsch. So, nachcraften. Und hohe Salve. Und da ist nochmal die Waffe. Vielleicht. Hat sie noch Schuss? Sieh mal einer. Hat noch Schuss. Aber auch nicht mehr so viel. Ja.
Mist. Mist. Peilsalve. Nein. Aloy ist kurz ohnmächtig geworden. Ich hatte echt gehofft, wir schaffen das. Anscheinend sind wir noch zu schwach. Hat mir schlechte Waffen verkauft, der Händler. So, da ist aber die Drohne. Und was auch immer das ist. Säurekanister. Großzügiges Lager für Wertgegenstände. Da steht doch eigentlich mein Name drauf. So, jetzt warten wir erstmal auf die Drohne. Die wird bestimmt wieder hier hinkommen. So, Reinholz, rein damit. Kuh? Oh. Jetzt habe ich versehentlich Kuh gedrückt. Hab mich sehr oft geheilt. Und das bringt ja gar nichts. Ich könnte wo raufklettern, um auf die bin Drohne ja komplett zu springen. Gesund. Ja, ich bin schon wo draufgeklettert. Wohl dafür geben würde. Weiß ich nicht. Ein Feuerbrüllrücken. Gleite doch! Oh, ist nicht geglitten. Und jetzt ist er wieder weg. Nein. So. Können wir mal in Ruhe das da unten scannen. Stachelschnauze. Dich brauche ich doch auch. So. Wie sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Okay, dem geht's nicht mehr gut. Stufe 24. Wo ist jetzt die scheiß Drohne da hinten? Komm mal her. Droni, Droni, Droni. Oh, ich dachte, ich treff besser. Da ist sie. Nein. Ich hätte sie beinahe gehabt. Beinahe hätte man sie gehabt. So. Nehme ich gerne. Schrotthaufen suche ich auch gerne. Ach, geht nicht. Nee, geht. Oh, oh. Oh, oh. Wieder so ein Vieh. Gar keine Lust im Moment drauf. Verbrauche ich zu viel Rohstoffe. Verbrauche ich einfach zu viel Rohstoffe. So, dann gehen wir nochmal hier auf den schönen Felsen. Drohne schon wieder da. Geschafft. Aha. Du kommst jetzt mit. Jetzt her mit den Werten aus der Drohne. Ja. Hab sie. Weg. Tja. Diesmal nicht, du Arsch. Diesmal nicht. Oh, du hast auch einen Quest-Rohstoff. Aber für ein anderes Mal, schätze ich. So, was haben wir hier? Sind das... Das sind doch die Pirsche, oder? Verwüste, okay. Das geht ja noch. Ich dachte, ich müsste mir Sorgen machen. Gib mir deine Kanone. Dankeschön. Mist. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Wer denn? Die Waffe gehört mir, wenn ich hinkomme. Dann komm mal hin. Schieß doch schneller. Boah, ist das nervig. Ich glaube, dafür wären die Rauchbomben da. Nicht die Steine. Rauchbomben. Rauch. Jetzt steht der Typ direkt über der Waffe. So. Dafür ist Rauch doch da. Das hat nicht viel gebracht. Ich hab doch extra auf die Schwachstellen gezielt. Immer noch nicht. Du bist aber ein wüster Verwüster. Ja, da humpelt er. Nicht zu Unrecht. Na, endlich. Her mit dem Teil. Ich atme doch ganz ruhig. Weiß nicht, was Aloy da wieder hat. So, noch ein Verwüster. Was haben wir hier? Alter Motorraum. Da schreit wieder jemand. Was soll denn das?
hält mich vom Looten ab. So, keine Ahnung, was die Stachelhalme bringen. Aufbrechen. Und das klingt richtig. Transportkiste. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber... Fahrzeugbauteil. Können wir bestimmt dann mal irgendwann ein Auto draus bauen. Mit Gaias Hilfe natürlich. Jo, keine Waffe für dich. Rauchbomben wären wahrscheinlich in größerer Form auch deutlich praktischer. Ach, hör doch auf mit sowas. Rauchbombe. Ich komme auf den Geschmack von Rauchbomben. Es hat ihm gar nicht gefallen. Kann ich verstehen. Ziemlich miese Nummer. Elf? Aloy. Reiß dich zusammen. Nicht nochmal draufgehen. Die Welt verlässt sich auf uns. Und den Arsch. Und den anderen Arsch. Tschüss. Ja, was ist das denn für ein Wetter, das gerade aufzieht? Hey, daran bin ich aber nicht schuld. So, da ist noch eine Ruine. Ach, das haben wir gemacht. Überwachungsdrohne eingesammelt. Wo sind wir denn hier überhaupt in der Weltgeschichte? Ja, verwüste Areal mit Metallscherben. Ich weiß, davon brauche ich ganz viele. Hier ist Stürmerareal. Noch ein Stürmerareal. Da ist ein Rebellenlager. Gehen wir doch mal darauf zu. Sind ja nur 400 Meter. Das schaffen wir noch. Zumindest bis zu einem Lagerfeuer ganz in ihrer Nähe. Und können natürlich die schönen Heilpflanzen aufsammeln, die mal ein bisschen mehr bringen könnten. So. Sturm! Komme. Aber ein bisschen pronto hier. War nicht pronto genug. Da ist doch ein Lagerfeuer. Nur aufpassen, dass die Riesenschnappschildkröte gerade nicht zurückkommt. Echsen. Wie werde ich Echsen? Es waren Chukabala. Ich brauche Chukabala Fell. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die kleinen Reptilien überhaupt Fell haben. Wahrscheinlich nicht. Sonst wären es keine Reptilien. Die haben so einen großen Abwasserturm da. Nicht Abwasserturm, Wasserturm. Das reicht ja völlig. Oder ein Signalturm, was auch immer. Na gut. Aber ich würde tatsächlich sagen, zeittechnisch reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.